Shin. Having fun.
Thank you.
Danke. Gibt es irgendwelche Fragen? Anyone? Any questions? Solitär spielen. Nein. Ich habe mir da auf Max for Life ein nettes kleines MIDI-Skript gebastelt, das quasi einfach die Joystick-Bewegung in MIDI übersetzt. Das Ganze geht über einen internen softwarebasierten MIDI-Loop raus und kommt wieder rein. Und dann habe ich mir im Grunde mehr oder weniger Chaos-Pad-mäßig eine Effektbank gebaut. Das ist so ein schöner alter Joystick, der hat noch 8 Buttons und jeder Button wählt dann sozusagen einen Effekt aus und der wird dann mit 3 Achsen gesteuert und fertig. Aber recht komplexes Gebastel, um das irgendwie auch wirken zu lassen. Viele Limiter nötig. Genau, der Joystick ist von 1995. Any questions? Ja, also im Großen und Ganzen ist es natürlich ein Ableton-basiertes Setup. Ich habe hier noch Reason mit drin, das kennen manche vielleicht noch oder wieder. Und Reason wird im Grunde gesteuert, sieht man das gerade? Ja. Reason wird im Grunde gesteuert MIDI-mäßig von einem Touchscreen, der hier im Grunde so ein bisschen Pattern-Auswahl und so, Drum-Mutes, Pitch-Regler und so weiter und so fort. Also das ist eine ganz nette Sache. Das ist eine Software, die kann man sich selber basteln im Grunde. Da gibt es so ein paar Vorgaben, also Knöpfe, Regler und so weiter.
Und der ganzen Geschichte weist man dann einfach CC-Werte zu und schon kann man die mappen auf seine Software. Ist von einem kanadischen Unternehmen, was ziemlich, naja, buggy unterwegs ist, ehrlich gesagt, aber ich versuche es trotzdem immer wieder. Genau, und ja, letztlich das Launchpad Pro habe ich mir ein bisschen zurechtgebogen über eine Firma, die, glaube ich, in Neuseeland sitzt, die nennt sich Remotify, remotify.io. Da kann man sich in einem Online-Editor kann man sich so ein bisschen diese ganze Geschichte anpassen, ohne dass man Programmierkenntnisse braucht. Man kann eben auch einzelne Buttons ja, mit CC-Werten belegen und so weiter. Ich habe mir hier die Matrix verkleinert auf diese 6x8 und dann diverse Drum-Mutes, Effektgeschichten. Ich habe auch einen kleinen Looper drin, den ich hier starte und ja, Recorder abspiele. Ja, auch eine coole Sache auf jeden Fall. Ja, und Ableton steuert im Grunde über MIDI hier direkt den Novation Peak an, den ich erst seit ein paar Tagen habe, aber ich bin super happy, weil ich habe es echt geschafft, innerhalb von ja, ein, zwei Tagen irgendwie Synths nachzubauen, die ich extrem komplex auf dem Rechner gebaut habe mit VSTs. Ging hier super schnell, das einfach nachzubauen und am Ende vielleicht sogar besser klingen zu lassen. Also bin ich super happy mit dem Teil. Kann alles, kann vieles. Und sehr viele versteckte Funktionen. Also eine ganze Modulationsmatrix, das ist super viel wert. Und ja, analoger Filter, analoge Distortion. Cooles Ding. Nur ein bisschen schwer zum Rumschleppen. Genau, gibt es noch Fragen? Keiner, na gut. Dann bedanke ich mich.